Commander, vielen Dank für Ihre Kooperation in den vergangenen Testszenarien. Mein Evaluierungsprozessor hat Ihre Daten ausgewertet und sie für unterdurchschnittlich befunden. Gratulation, Sie erfüllen damit die Einstellungskriterien von RFS für leitendes Personal. Bitte lesen Sie kurz die Nutzungsvereinbarungen und den Standardvertrag durch. Sie akzeptieren diese durch das Ansehen automatisch. Noch einmal vielen Dank, Commander. Von nun an sind Sie nicht mehr an die engen und begünstigenden Testparameter des RFS-Labors gebunden, sondern übernehmen die Kontrolle über eine der fernen Startopia-Basen dort draußen in den Weiten des Weltalls. Was für Wunder es dort doch zu bestaunen gibt. Etwa der Wasserfallplanet Escher 15, bewohnt von den Leviathanen. Oder die Weiten des Wüstenplaneten Akaris. Können Sie die wunderbaren Welten dort draußen erahnen, Commander? Allerdings ist es so, dass RFS Budgeteinsparungen vornehmen muss und die für Reisen zur Verfügung stehende Energie bei 12 steht, was für eine Tasse kalten Kaffee ausreicht oder auf dem Planeten Eberos den Wert eines Fußtritts in den Podex entspricht. Doch keine Sorge, Commander. Die Ingenieure von RFS haben dieses Problem bereits in den Griff bekommen. Anstatt sie auf den Weg in die Weiten des Universums zu schicken, können sie mit Hilfe des Startopia-Basis-Simulators und der Looping-Technologie direkt von hier aus auf die Funktionen einer fernen Basis zugreifen, solange ihr Gehirn mit mir verbunden bleibt und mir damit quasi ausgeliefert ist. Sie müssen nicht einmal von ihrem Sessel aufstehen, der extra für übergewichtige Langzeitarbeiter ausgelegt ist. Außerdem können sie so problemlos an mehreren Basen arbeiten und RFS spart sich überflüssiges Personal. Lehnen Sie sich also einfach zurück, während ich Sie zur nächsten Startopia-Basis schicke. Command R, diese Startopia-Basis befindet sich in der Umlaufbahn des Planetoiden LV426, einem unbewohnten Erdklumpen am Rande des Universums. Die Station soll auch als Forschungseinrichtung dienen, Commander. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ihr übersichtlicher Geist von den komplexen, wissenschaftlichen Zusammenhängen überfordert ist, aber seien Sie versichert, dass Forschung sehr, sehr wichtig ist. Diese Station ist noch völlig unbefleckt, Commander, Sie werden nicht umhinkommen, die vorhandene Startopia-Basis zu verbessern, um die bisherige Fülle an Gebäuden replizieren zu können. Commander, ich möchte Sie zudem darauf hinweisen, dass als Grundlage für das Biodeck einiges an Biomasse von LV426 abgetragen wurde. Darin könnten sich noch kleinere Insektoide verstecken. Ich denke, Sie werden schon klarkommen, Commander. Wie die Gononen sagen, ohne Fleiß kein Pachula, was ein dickes Schneckenwesen bezeichnet, dessen Schleim abgemolken werden kann. Angeblich eine Delikatesse, zumindest für säureresistente Mägen. Initiere Begrüßungsprotokoll. Willkommen, Command R. Wie schon gesagt, ist es unser Anliegen, dieses Startopia zu einer Forschungsbasis, Codename Ripley, zu entwickeln. Das Ziel ist es, Forschungen zu absolvieren und zu vertiefen. Vermutlich könnte mein vierter Subprozessor alle diese Forschungen selbst in ein paar Sekunden durchführen, aber er hat leider gerade Videospiele für sich entdeckt. Also sind Sie zwangsläufig auf Forscher angewiesen. Achten Sie auch auf eventuelle Gefahren wie beispielsweise Piraten. Für den Fall der Fälle können Sie auch über die Sicherheitszentrale einen kampfstarken Mech anfordern. Command R, beginnen Sie mit der Ausführung. Nachdem Sie beim letzten Mal auf meine Empfehlung gehört haben, für ein wenig Dekoration zu sorgen, steht Ihnen laut RFS Statuten bedauerlicherweise eine Belohnung zu, Commander.
Commander. Faszinierend, Commander. Sie haben das Forschungsziel fast innerhalb der gerade noch akzeptablen Zeit geschafft. Oh, Moment, Sie haben das Ziel noch gar nicht erreicht, sondern erst einen Zwischenschritt. Nun, immerhin sind Sie auf dem richtigen Weg. Einer Ihrer Besucher ist verstorben. Thank you.